Ja, hallo, willkommen zu unserem heutigen Instagram Live Talk. Katja, kommst du auch hier zu mir bitte, dass wir gemeinsam. Ich habe es jetzt erstmal so gelassen. Genau. So, da sind wir zweimal wieder. Hallo. Ja, heute wollen wir über unsere Editionen sprechen. Also, wie ihr ja alle wisst, sind die Galerien ab heute geschlossen. Wir zählen ja zum Einzelhandel. Das heißt, also uns kann man genauso betrachten wie Drogeriemärkte oder wie Kaufhäuser, nur dass wir natürlich normalerweise nicht so viele Besucher haben wie diese. Aber wir haben uns überlegt, das wollten wir eigentlich schon die ganzen Tage gemacht haben, aber kamen auch nicht so richtig dazu, dass wir noch mal ein bisschen irgendwie unsere Edition promoten. Und ich schalte mal um. Hier sind die ganzen Arbeiten zu sehen, also ich glaube nicht alle, aber fast alle, die wir so in den letzten Jahren seit 2013 als Editionen herausgegeben haben. Wir hatten mal kürzlich auch ein Video gemacht über die Arbeit von Rudolf Bonnier mit diesen zwei Händen, die da hinten ist. Das war der Anfang, das war 2013, war das die erste Edition. Ja, da haben wir damals erzählt, dass es das Experiment war, obwohl auch, mit einer Auflage von 1000 Stück und einem attraktiven Preis im zweistelligen Bereich die Menschen sich schnell und unkompliziert für ein tolles Werk von einem namhaften Künstler entscheiden würden. Und da war es eben ein Motiv, was die jungen Leute im Internet viel geteilt haben. Und es ist tatsächlich so gekommen, dass der Webshop, der dafür eingerichtet wurde, regelrecht gestürmt wurde, weil Ja. viele so ein gerahmtes Bild tatsächlich bei sich zu Hause haben wollten. Also ich zeige es jetzt hier nochmal. Das ist diese Arbeit von Rudolf Bonnevie und die Rückseite ist ganz schön irgendwie auch zu sehen. Ist dieses Projekt, an dem wir immer noch arbeiten, 2013, Edition Prisca Pascquer, Rudolf Bonnevie, Dialog Nummer 3 von 1973. Und das hat er 2013 gemacht. Das ist in der Edition von 1000. Diese Arbeit gibt es auch heute noch. Es gibt nicht mehr so viele davon, weil wir hatten wirklich ganz viele davon verkauft, aber einige gibt es noch. Und die kann man auf unserem Webshop kaufen für 99 Euro. Und gerahmt kostet die dann 127 Euro. Dann gibt es von den anderen Künstlern auch sehr schöne Arbeiten und wir haben eben einige hier auch vorrätig, haptisch vorrätig für Kurzentschlossene, für Last-Minute-Geschenke und sind hier auch zum Abholen der Arbeiten erreichbar in den nächsten Tagen vor Weihnachten. Denn einige haben ja wahrscheinlich wegen des kurzfristigen Lockdowns vielleicht noch Schwierigkeiten, was Haptisches finden für ihre Lieben. Und was sehr gerne auch gerade vor Weihnachten genommen wird, ist eine spritzige Arbeit von Ulrike Rosenbach von 1969 mit einem sehr bekannten Motiv. Ups, auch da gehe ich mal hin, ist mal ein bisschen schwierig, über die Arbeiten zu Genau, ein steigen. Hindernisparcours. Das berühmte Motiv mit dem Warhol Elvis, neben dem sie sich mal einfach ganz frech auf Augenhöhe und auch gleich in der Mehrzahl doppelt gestellt hat von 1969 und das ist 2017 als Tausender Edition aufgelegt worden und kostet genauso wie das Bonvi-Motiv, was wir schon vorgestellt haben, 99 Euro plus 28 Euro Rähmchen, also 127 Euro und natürlich immer, ups, die sind jetzt nicht, aber mit einem Sticker signiert und nummeriert von der Künstlerin. Genau. Und dann haben wir hier eine Arbeit, das war nämlich auch ganz toll, dass der Peter Hugo auch mitgemacht hat. Das ist eine Arbeit von Peter Hugo, dem südafrikanischen Fotokünstler. Das ist aus der Serie Californian Wildflowers. Da hat er die Menschen in Kalifornien fotografiert, die dort auf der Straße leben. Und da ist dieses blutige Eis entstanden. Also auch das für 99 Euro. Plus Rahmen. Und hier haben wir auch noch eine ganz tolle Arbeit. Die haben wir bis jetzt noch nicht so richtig bekannt gemacht, dass wir die haben. Dies von Johanna Reich, Virgin's Land.
Und das ist, die steht im Zusammenhang mit einer Videoarbeit, wo man Johanna Reich selbst, die Künstlerin, mit so einer monochromatischen, ja goldenen Fahne in einer praktisch leeren Landschaft stehen sieht, also Virgin's Land. Ganz tolle Arbeit, ja, mit so einem Minimalismus, aber auch sehr vielschichtig, ganz typisch für sie. Eine Fahne, die gemacht ist aus einer Rettungsdecke und natürlich in einer Landschaft, also es ist ein sehr breiter Strand, neue Ufer für viele Menschen, Land der Hoffnung und eines Neuanfangs. Da sind Rettungsdecken manchmal ganz praktisch im Einsatz, existenziell, aber Gold in einem Bild ist natürlich auch kunsthistorisch, hat eine kunsthistorisch lange Tradition, da sind also wunderbar viele Ebenen drin. Und als kleines Format wirklich eine Arbeit mit Ausblick. Virgin's Land von Johanna Reich, auch eine Tausenderauflage, 99 Euro plus 28 Euro gerahmt, 727. Man kann aber alle Editionen eigentlich auch ungerahmt bestellen, wenn man da vielleicht die anders einfassen möchte. Jetzt sehe ich gerade, dass die Julia König dazu kommt, die hier gerade zuguckt. Da wollen wir doch mal gerade die Flamme von ihr vorstellen. Das ist nämlich auch so eine ganz entzückende Flamme. Julia, wenn du mich gerade hörst, kleines Zeichen. Ich habe am Samstag gerade noch eine verkauft. Freue ich mich sehr drüber. Und vielleicht magst du noch mal in den nächsten Tagen vorbeikommen, das abholen. Hier, das ist eine sehr, sehr schöne kleine Flamme. Eine handgearbeitete Arbeit. Aus Ton mit einer im Dunkeln leuchtenden Farbe handbemalt, alle nummeriert und signiert. Das sind, ist eine 100er Auflage und es ist tatsächlich die Premiere, weil es die erste plastische Arbeit ist, die wir als sozusagen Unikat-Edition rausgeben. Ja, also die gibt es auch für 99 Euro in einer 100er Auflage diesmal aber. Und das war Teil einer großen Installation, die wir in der Ausstellung on Equal Terms 1 gezeigt haben. So sieht das dann aus, wenn die in der Rolle verschickt wird. Also wir haben jetzt hier ausgebreitet, was wir eigentlich im Moment vorrätig haben. Und wir haben halt irgendwie immer vor Weihnachten relativ viele davon verkauft, weil aber jetzt die Galerie geschlossen ist, kann ja keiner mehr hier vorbeikommen und sich das in Ruhe angucken. Also müsste das jetzt hier vorbestellt werden. Und wir können dann irgendwie Tüten fertig machen, wo die Arbeiten drin sind. Aber man kann bei uns auch einen Gutschein erwerben und dann seinen Lieben vielleicht so eine schöne Arbeit zu Weihnachten schenken. Und die Menschen suchen sie sich dann im nächsten Jahr aus, welche Arbeit das sein soll. Also so wird das verschickt. Immer hier mit dem Sticker dazu in dieser Rolle. Noch können wir ein paar Arbeiten verschicken. Ja, sollen wir noch irgendwas einzeln benennen? Zum Beispiel hier eine sehr schöne Arbeit von Banz und Bowinkel. Die geht wiederum zurück auf Palo Alto. Das war eine ganz große, komplexe Installation in unserer Ausstellung Reset 3. Eine Virtual Reality Installation, wo man mit einer VR-Brille und einem Steuerungselement sich in einer ganz ausgefeilten Landschaft bewegen konnte, da auch interagieren konnte mit künstlichen Menschen und spiegelt. Ne? Mhm, so und an einer Stelle war es ganz besonders eindrücklich, weil man sich praktisch unter einen Wasserfall, unter einer Kaskade platzieren konnte, wo diese ja, gummiartigen weißen Körper herauspurzelten, sodass man wirklich zusammenzuckte unwillkürlich, weil man dachte, man wird gleich getroffen von diesen Gummipuppen. Also eigentlich eine ganz, ganz eindrückliche Mischung aus einer tatsächlichen Körperlichkeit und eben dieser körperlosen virtuellen Welt. Das ist auch ein sehr schönes kleines Format, was also bei mir immer eine sehr lebhafte Erinnerung auslöst. So, jetzt haben wir eigentlich fast alle 99 Euro Editionen besprochen. Ich glaube noch zwei. Also, Rinko Kawauchi. Achso, Rinko Kawauchi, genau. Das ist aus der Serie Amezuchi. Da hat sie, das ist auch so schwierig zu sehen, weil das hier spiegelt, da hat sie in einen Sternenhimmel hinein fotografiert, wo gerade jemand mit einem Laserpointer etwas zeigt, auf etwas deutet, das ist diese Linie. Und wir sehen jetzt hier die Negativaufnahme davon, also ganz hervorragende Arbeit, ganz sensibel, so wie Rinko Kawauchi
auch eh ihre ganzen Arbeiten sind. Ganz tolle kleine Arbeit, für, auch für 99 Euro plus dem Rahmen. Und hier ist noch eine tolle Arbeit von der Mascha Tupitzin. Das ist eine amerikanische Künstlerin, die eigentlich hauptsächlich über ihre Literatur bekannt ist, die aber auch Filme gemacht hat. Und die hat so eine ganz tolle Arbeit gemacht, Love Sounds. Das hier ist ein Ausschnitt aus dieser Arbeit, Love Sounds. Und jetzt kommen wir nämlich in den Bereich, wo wir einfach in einer kleineren Auflage gearbeitet habe und auch die Preise dann ein bisschen höher gehen. Also eher Collector's Edition. Diese Arbeit von der Mascha Tupitzin zum Beispiel kostet 280 Euro. Bei einer Auflage von 50. Genau. Hier mal einmal zum Anschauen. Dann gibt es dann halt von dem Manfred Willmann diese ganz tolle Arbeit mit dem blauen Schmetterling. Das ist eine Auflage von 25 für 980. Und hier diese Arbeit von Rudolf Bondi, die übrigens gerade in der aktuellen Marie Claire abgebildet ist in Italien, ist auch eine Auflage von 25 und kostet 980. Und dann gibt es da noch die tolle Arbeit von Ulrike Rosenbach, die auch eine 25er Auflage ist für 1500 Euro. Ja, also wie gesagt, wir können noch Arbeiten verschicken, die können auch hier abgeholt werden. Wir wollten auf jeden Fall irgendwie das nochmal zum Anlass nehmen, irgendwie noch ein bisschen Werbung dafür zu machen, weil das doch immer sehr schöne Weihnachtsgeschenke sind. Und ich glaube, wir machen nachher nochmal einen kleinen Talk auf Englisch dann. We will continue in English in about 5 minutes. Thank you, bye bye.